Hallo und herzlich willkommen zu Milans Backwelt. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie leicht es ist, Farbe in die Bäckerei zu bringen. Und zwar möchte ich ein buntes Toast machen. Und wie ich das mache, das zeige ich euch jetzt. Hier habe ich mir folgendes hergerichtet. Ich habe hier 500 Gramm Weizenmehl. Dann habe ich hier 10 Gramm Salz und 10 Gramm Zucker. Hier habe ich 25 Gramm Butter und 25 Gramm Hefe. Und hier habe ich 260 Milliliter kaltes Wasser. Das werde ich jetzt zu einem schönen Teig verkneten. Normalerweise knete ich einen Teig ungefähr 4 Minuten langsam und 6 Minuten schnell. Heute werde ich 4 Minuten langsam machen und 4 Minuten schnell, weil ich ja noch die Farbe unterarbeiten möchte. Und da will ich ja nicht, dass der Teig zu lange geknetet wird. Deswegen mache ich bei schnell ein bisschen kürzer und werde ihn dann einfärben. Da gibt es ja immer diese Farben in so gut wie in jedem Supermarkt und die werde ich heute benutzen. Aber jetzt mache ich erstmal den Teig. Ich bin schon beim Färben. Ich habe den Teig, wie gesagt, 4 Minuten langsam und 4 Minuten schnell kneten lassen. Das waren bei mir dann 800 Gramm Teig, ein bisschen mehr als 800 Gramm Teig. Die habe ich in 4 Portionen geteilt, weil ich ja 4 Farben habe. Und da habe ich jetzt immer die Farbe dazu gegeben, bis ich den Ton hatte, der mir gefällt. Und jetzt arbeite ich die Farbe unter. Also ein helles Blau. Sieht ganz gut aus. So, das sind sie. Ich werde jetzt 10 Minuten so ruhen lassen, zugedeckt, damit der Teig ein bisschen entspannen kann. Die konnten jetzt 10 Minuten entspannen. In der Zwischenzeit habe ich mir meine Form hergerichtet. Die habe ich jetzt mit Öl geschmiert, damit mir nichts am Rand hängen bleibt. Und jetzt machen wir das Brot. In welcher Reihenfolge? Ist eigentlich wurscht. Was soll außen sein? Machen wir außen blau. Brauche ich ein bisschen Mehl. Dann drücke ich den eigentlich nur flach. Wie so ein Fladen. Dann kommt, mach mal grün, auch flach drücken, dann kommt rot, und zum Schluss noch gelb, drücke ich einfach nur flach und lege es übereinander. Dann drücke ich das ungefähr so breit, wie die Form ist und rolle es einfach nur ein. Das war's. Jetzt kommt es in die Form und dann lasse ich es je nach Raumtemperatur, ich schätze mal so zwischen einer halben Stunde und Stunde liegen, damit es schön in Ruhe aufgehen kann. Und wie immer, zudecken nicht vergessen. Man sieht, denke ich, unterm Tuch schon, dass die Hefe gute Arbeit geleistet hat. Sehr schön hergegangen. Man sieht die Farben auch immer noch sehr gut. Ofen habe ich jetzt auf 240 Grad vorgeheizt. Wie immer mit einem Blech unten drin. Da kommt jetzt ein Glas Wasser drauf, um Wasserdampf zu erzeugen. Das Blech mit dem Wasser werde ich so circa 5 Minuten drin lassen. Und nach den 5 Minuten durch das Blech raus. Und schalte den Ofen auf 200 Grad runter. Ich denke, das Brot wird dann noch ca. 50 Minuten im Backofen brauchen. Jetzt werde ich es einmal einschneiden. Oh, seht ihr das? Das sieht doch gut aus. Jetzt geht's ab in den Ofen. Hier ist mein buntes Weißbrot oder Kastenweißbrot. Ich finde, das sieht eigentlich recht gut aus. Hier oben sieht man, das Blau ist eher zu grün geworden, aber man kann hier noch Rot erkennen und hier auch ein bisschen Gelb. Jetzt schauen wir, ob das aus der Form geht. Ja, ohne Probleme.
gut gebacken, hat eine schöne Kruste. Hier sieht man auch, ja, sieht man alle Farben. Gelb, Rot, ja, Grün, Blau. Okay, das Blau ist ein bisschen eher grün geworden, aber ich bin mal gespannt, wie es innen ausschaut. Das lasse ich jetzt schön abkühlen und dann schneiden wir es mal an. Hier ist jetzt mein Brot. Das konnte jetzt einigermaßen schön auskühlen. Es ist noch nicht richtig kalt, aber ich bin da einfach zu ungeduldig. Ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, wie es innen ausschaut. Ob das einigermaßen was geworden ist, weil sowas habe ich natürlich auch noch nie ausprobiert. Jetzt schauen wir mal. Das ist schon gut. Das hört sich gut an. Leider habe ich ein bisschen schief geschnitten. Ja, leck. Ja, ohne Scheiß, aber das sieht ja richtig geil aus. Das hätte ich ja nie gedacht. Das ist, also, der, boah, ich bin jetzt gerade echt begeistert. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Die Farben, die sieht man richtig toll. Richtig schön bunt. Genauso wie ich es haben wollte. Ja, das war jetzt mein Rezept zum bunten Toastbrot. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Vielen Dank, euer Milan.